Ja, hallo und herzlich willkommen bei Ubi Tested. 1, 2 oder 3, das ist heute die Frage, denn der Peugeot Rifter ist einer von drei Hochdachkombis im PSA-Konzern. Den Opel Combo habe ich euch schon vorgestellt und den Citroën Berlingo. Und nun folgt Nummer 3 mit dem Peugeot Rifter und den schauen wir uns an, was er im Familienalltag kann, wie er sich so macht, wo sind die Unterschiede überhaupt zu den anderen zwei Derivaten. Und ansonsten, vielleicht findet man noch das ein oder andere Special. Also bleibt dran. Viel Spaß. Ich würde sagen, wir schauen uns zunächst natürlich erst einmal den Rifter genauer an. Hier übrigens in einem schönen Blau Metallic gehalten. Aber die Besonderheit beim Peugeot Rifter ist natürlich dieser Offroad-Look, den er verkörpern möchte. Also er geht hier nicht auf den typischen Familien-Darling, sondern er möchte schon diesen SUV-Charakter, der hier aktuell ja so in der Boomphase ist, mit aufgreifen und in dieses Hochdachkonzept implementieren. Schauen wir uns an, was wir hier haben. Wir haben hier unten einen silbernen Unterfahrschutz. Wir haben den typischen Peugeot-Kühlergrill, den wir hier haben, mit diesem Gesicht, was jetzt nach oben liegt, wie so ein bisschen ein nach oben gezogener Mundwinkel. Wir haben den Löwen hier sehr prägnant in der Mitte aufgesetzt und was ganz neu ist bei Peugeot natürlich, sind die Scheinwerfer mit den Säbelzähnen, wie wir sie auch schon vom Peugeot 508 kennen. Da ist nämlich der Säbelzahn hier auch als LED-Tagfahrlicht ausgearbeitet. Bei der Seitenansicht müssen wir natürlich ganz klar sagen, es ist schlicht und ergreifend ein Hochdachkombi. So sieht auch ein Hochdachkombi aus. Kurze Überhänge vorne, sehr kurzer Überhang und eine komplett steile Heckklappe hinten. Wir haben große Türen, wir haben hier oben eine sehr robuste Dachreling. Übrigens, was hier ausschaut wie Leichtmetallräder, sind hier tatsächlich Radkappen, die auf der höchsten Ausstattungsvariante Allure drauf sind. Faszinierenderweise keine Aluräder, warum auch immer. Der SUV-Look zieht sich auch hier wieder durch. Wir haben hier tatsächlich unlackiertes Kunststoff, was sich hier an den Seiten tatsächlich entlang zieht und hier auch wieder die Radhäuser aufnimmt. Natürlich haben wir auch hier Schiebetüren, sowohl links als auch rechts an der Seite, die sich auch wirklich leichtgängig öffnen und schließen. Das Heck ist allerdings dann tatsächlich wieder so eine kleine Enttäuschung. Das muss man sagen. Die Krallen hat man versucht, hier so ein bisschen in das Licht einzubetten, was sonst üblich ist bei Peugeot. Hier übrigens natürlich wieder abgesetzt der Unterfahrschutz, den man als Offroad-Eigenschaft oder Element vor allem auch aufnehmen möchte. Ein unlackierter Stoßfänger, sehr gut auch für Kratzunempfindlichkeit. Ansonsten eine sehr große Heckklappe. Ich würde sagen, viel interessanter ist aber jetzt das Besondere, nämlich im Innenraum. Ja, in den quadratischen Kofferraum des Peugeot Rifter passt natürlich auch jede Menge Stauraum und alles mögliche an Krimskrams rein. Da ist so eine kleine Reisetasche fast schon verloren in diesem großen Kofferraum. Wir haben hier übrigens eine Hutablage, die sich nicht nur hier komplett rausnehmen lässt und verstellen lässt, sondern wir können sie tatsächlich auch eine Stufe tiefer stellen. Die ist sogar auch beladbar mit bis zu 10 Kilo, das heißt, das hält auch was aus, das ist sogar stabil. Sehr, sehr clever und das hatte ich auch schon gesagt in den Videos der anderen beiden Derivate, ist diese kleine Klappbox hier oben. Da haben wir jetzt aktuell Warndreieck und Verbandskasten mit drinnen. Das ist wirklich ein sehr, sehr cooles Teil, 10 Kilo belastbar, alle möglichen Utensilien rein, Krimskrams, Kinderspielzeug, Windeln, Jacken, kann von innen als auch von außen beladen werden und dann hier oben einfach zumachen. Sehr, sehr praktisch, natürlich noch besser, wenn die Heckscheibe separat öffnen würde. 570 Liter Stauraumvolumen haben wir hier in der Basis, maximal 2700 Liter im Gesamtvolumen und von den Ladelängen her, wir haben 1 Meter Tiefe oder aber bis zu 2,70 Meter, wenn wir den Beifahrersitz umlegen. Das ist eine ganz ordentliche Geschichte und natürlich auch das Haupteinsatzgebiet und vor allem der größte Vorteil dieser Fahrzeuge hier. So, hallo und da bin ich auch wieder. Ich schwinge mich hier elegant oder unelegant, je nachdem wie ihr das sehen wollt.
in diesen Fond, schließe meine Schiebetür, die leicht schließt, und sitze jetzt auf einem der drei Einzelsitze hier im Fond. Die Kopfstütze drückt mir hier noch so ein bisschen in den Rücken hinein. Die können wir also in der Höhe verstellen. Passt einwandfrei. Auch der Sitzabstand zum Sitz nach vorne, der ist jetzt auf meine Größe von 1,78 eingestellt. Passt wunderbar. Wir haben hier noch Tische. Die sind allerdings nicht sonderlich stabil. Das ist ein bisschen schade. Auch der Getränkeaushalter hier ist tatsächlich auch nicht sonderlich groß ausgeschnitten. Die Türtaschen oder die Sitztaschen, Entschuldigung, sind hier auch nicht sonderlich prickelnd. Was wir allerdings haben, das ist tatsächlich eine Lüftungssteuerung. Wir können das Gebläse hier tatsächlich hinten tatsächlich ein wenig in der Intensität einstellen und diese Lüftungsdüsen auch anpassen. Das ist sehr schön. Wir haben eine USB-Schnittstelle. Leider nur eine USB-Schnittstelle. Wenn wir zwei Kinder haben, dann wird sich um diese USB-Schnittstelle ein wenig geprügelt. Finde ich sehr, sehr schade. Ansonsten natürlich Kindersicherheit steht hier im Vordergrund. Ist ja schließlich ein Familientransporter. Da passen tatsächlich auch, dass hier drei Kindersitze nebeneinander installiert werden können. Sehr, sehr gut. Wir haben hier im Boden tatsächlich Bodentanks. Aber auf diesen Bodentanks können Reboarder-Kindersitze abgestützt werden, auch ohne Füllkörper. Das gibt Peugeot tatsächlich auch an in der Bedienungsanleitung und die Freigabe der Kindersitzhersteller ist ebenfalls gewährleistet. Die Zugänge für die drei Isofix hier sind etwas fummelig. Da gibt es dann tatsächlich Reißverschlüsse, die hier öffnen. Da ist das Polster ausgeschnitten und da muss man dann das Isofix-System etwas fummelig hineindrücken. Die Top-Tieter gibt es auch auf der Rückbank. Einen Isofix für Ankerung hier auf dem Beifahrersitz ist nicht vorhanden. Sehr interessant allerdings, es gibt hier nette Ablagemöglichkeiten, unter anderem hier wie dieses Zenit-Glasdach mit der Mittelstrebe hier in der Mitte, wo man tatsächlich kleinere Utensilien hier in diese Dachkonsole hier hineinlegen kann und durch diese indirekte Beleuchtung findet man sie auch wieder. Sehr clever, sehr praktisch und gar nicht mal so doof in meinen Augen, aber viel interessanter für euch da draußen natürlich der Sitz vorne links und den schauen wir uns jetzt an. Ich habe es mir gemütlich gemacht hinter dem Lenkrad hier im Peugeot Rifter. Das Lenkrad ist auch schon eine kleine Besonderheit, sehr, sehr klein und oben und unten abgeflacht. Aber dazu kommen wir später. Erst einmal die Sitzposition. Wir sitzen sehr hoch. Wir sitzen auf bequemen Stühlen, wenig Seitenhalt. Die Platzverhältnisse sind soweit in Ordnung. Lediglich das rechte Knie wird ein bisschen eingeschränkt durch die sehr breite Mittelkonsole. Das Gestühl kann hier in Höhe und Tiefe mit Ratschensystem verstellt werden. Die Lehne tatsächlich mit einem Hebel, was nicht sonderlich gut ist. Lenkrad natürlich auch in Höhe und Tiefe ausreichend einstellbar. Aber was leider blöd ist, dass die Sitzlehne tatsächlich oder die Sitzauflage hier tatsächlich leicht abschüssig ist und das können wir nicht einstellen, sodass die Beine immer so ein bisschen nach unten fallen. Das ist einfach unschön und passt irgendwo auch auf Dauer einfach nicht. Da müsste man tatsächlich diese Sitzkissen irgendwie sich vorne ein bisschen anheben können oder aber die Schenkelauflage zumindest ausziehbar, denn die ist auch relativ kurz geraten. Dennoch würde ich sagen, wichtiger ist, wir schauen uns jetzt den Innenraum an. Wir kommen hier im Innenraum vom Peugeot Rifter und hier sehen wir schon eine absolute Eigenheit, die der Peugeot mit sich bringt gegenüber dem Berlingo oder aber dem Combo Life. Denn wir haben hier dieses sogenannte Peugeot iCockpit. Das iCockpit ist allerdings hier ein bisschen abgeändert, denn wir haben im Gegensatz zum Peugeot 508, Video verlinke ich euch mal oben, kein voll digitales Kombi-Instrument, sondern wir haben hier analoge Instrumente, die aber auch sehr, sehr schön, zumindest der Drehzahlmesser hier dem Uhrzeigersinn folgt und nicht entgegen des Uhrzeigersinns ausgerichtet ist, wie etwa bei dem Peugeot 508. Aber dennoch bleibt die Gesamtposition genau korrekt, wie wir sie auch von Peugeot so kennen. Wir haben ein sehr, sehr kleines Lenkrad, das was unten und oben abgeflacht ist, damit man nämlich den Blick tatsächlich über das Lenkrad auf die Armaturen richten kann und so quasi die Blick
Geschwindigkeit zwischen Straße und Kombi-Instrument nochmal verkürzt wird, was den Sicherheitsaspekt eben erhöht. Wir haben Schaltwippen hier hinter dem Lenkrad und wir haben hier in der Mitte das große 8 Zoll Media Display. Hier aufpreispflichtig mit Navigationssystem und der Connectbox mit SOS-Signal und SIM-Karte verbauter. Zusätzlich, was ein bisschen schlecht ablesbar ist, hier unten das Klimabedienteil. Sehr, sehr positiv, dass wir hier ein eigenes Klimabedienteil haben, denn Peugeot tut es normalerweise ganz gerne hier in dieses Mediasystem integrieren. Hier die Klimaautomatik lässt sich aber recht gut bedienen, ist aber für meinen Begriff ein bisschen außerhalb dieses Blickfelds gelandet. Jetzt kommen wir zu dem nächsten besonderen Teil hier, und zwar dieser Mittelkonsole, die hier extrem breit ausgeformt ist, dafür aber riesige Ablagefächer hier in der Mitte bietet. Da können wir zwei PET-Flaschen mit 1,5 Litern unterbringen, plus noch jede Menge Kleinkrimskrams. Sehr, sehr interessant und sehr, sehr gut auch. Sorgt allerdings dafür, dass diese Bewegungsfreiheit hier durch die Knie vorne ein wenig eingeschränkt werden. Hier auch der kleine Schalthebel, sage ich jetzt einfach mal, oder es ist ja eigentlich eher ein Drehhebel für das Automatikgetriebe. Dann haben wir die elektronische Parkbremse, wir haben hier einen Eco-Modus und das Ausschalten der Traktionskontrolle. Was die Materialien hier im Fahrzeug angeht, die sind natürlich jetzt eher einfach gehalten, sollen aber auch einfach robust sein, sollen abwaschbar sein, und das sind die Kunststoffe hier. Interessant ist beim Rifter, dass man hier so ein bisschen, ja, so ein mattblaue Lackierung überzogen hat. Das sieht eigentlich ganz nett aus, hebt das Ganze auch ein bisschen hervor. Ansonsten haben wir natürlich hier überall nur Hartkunststoffe, die aber sauber verarbeitet sind. Da gibt es keine Probleme. Wir haben kein unentgratete Kunststoffe hier, wie es vielleicht sogar manchmal der Premium-Hersteller bietet. Nein, das ist wirklich sauber verarbeitet. Wir haben hier ein zweigeteiltes Handschuhfach. Wir haben ein großes hier und dann ein kleines da unten, denn der Airbag wurde tatsächlich hier in den Dachhimmel integriert. Und das Ganze sorgt hier auch für jede Menge Stauraum. Getränkehalter hier, Getränkehalter da, Ablagefach hier, Ablagefach da. Und natürlich hier oben in der Dachkonsole haben wir dann auch nochmal ein riesiges Ablagefach. Also an Ablagen mangelt es in dem Peugeot Rifter auf keinen Fall. Jetzt schauen wir mal, ob auch das Fahren das hält, was der Peugeot Rifter so verspricht. Ich konnte jetzt fast 14 Tage den Peugeot Rifter ausführlich fahren und habe auch in der Zeit knapp über 1000 Kilometer mit dem Rifter abgespult. Davon tatsächlich rund 60% auf der Autobahn und den Rest im Überland- und Kurzstreckenbetrieb, so wie man den Wagen eigentlich auch des Öfteren einfach mal im Alltag einsetzt. Und da wir unter der Haube hier den 1,5 Liter Turbodiesel mit 130 PS haben und ein 8-Gang-Automatikgetriebe aus dem Hause Aisin, sind wir tatsächlich auch sehr, sehr sparsam noch zusätzlich unterwegs. So habe ich jetzt 5,7 Liter im Schnitt verbraucht. Das ist eigentlich ein ordentlicher Hauswert, zumal man auf der Autobahn immer so zwischen 140 und 150 gependelt ist als Reisegeschwindigkeit, was der Rifter auch ganz gut mitmacht. Da fühlt er sich wohl. Das Drehzahlniveau ist dank 8-Gang-Automatik eben sehr niedrig, die übrigens sehr, sehr weich und komfortabel schaltet, also auch zum Gesamtcharakter hier des Rifter sehr, sehr gut passt. Denn wie die anderen beiden Derivate auch, ist der Rifter trotz dieser Offroad-Optik tatsächlich einfach ein sehr bequemes Alltagsfahrzeug mit einer sehr schluckfreudigen Federung. Wir haben auch häufig Aufbaubewegungen in stark oder schnell gefahrenen Kurven, was aber unkritisch ist insgesamt. Das ESP regelt sehr, sehr schön und auch echt spät rein. Das heißt also, das Fahrzeug hat noch genügend Reserven, trotz dieser Bankbewegungen, die da immer wieder so ein bisschen entstehen. Der Motor an sich ist akustisch immer präsent. Man hört ihn immer so ein bisschen nageln, man hört gerne so ein bisschen Turbo pfeifen oder ablassen vom Turbo, vom Wastegate. Das ist aber insgesamt ganz angenehm. Wer da noch ein bisschen Musik hört, der wird das Ganze gar nicht mitbekommen. Sehr angenehm, die Windgeräusche sind sehr, sehr niedrig, gerade für so ein Fahrzeug, was mit einer hohen Stirnfläche kombiniert ist. Da denkt man normalerweise, dass da deutlich mehr Turbulenzen herrschen müssten, auch akustischer Natur.
Ist aber überhaupt nicht der Fall. Wir sitzen hier auch super bequem im Rifter drinnen. Die Arme können hier oben auf dieser etwas vergrößerten Armauflage fast schon schön angenehm thronen. Der Arm auf der rechten Seite liegt hier auf dieser Armlehne auf. Das kleine Lenkrad liegt unheimlich gut in der Hand und zusammen mit diesem Cockpit, was so erhöht ist und dem sehr schönen, so ein bisschen zur Fahrer geneigten Mittelkonsole, macht das Ganze einfach wirklich auch einen sehr bequemen und entspannten Eindruck. Man hat alles im Blickwinkel, man fühlt sich immer gut aufgehoben. Durch die erhöhte Sitzposition hat man auch noch einen schönen Rundumblick, dank auch zusätzlich noch dieser großen Fensterflächen. Also da muss man sagen, da fühlt man sich einfach auch wohl. Vor allem auch in der Stadt ist das sehr, sehr angenehm, zumal der Rifter auch einen sehr, sehr engen Wendekreis mitbringt und somit auch extrem handlich ist und auch mit seinen Abmessungen von 4,40 Meter Außenlänge sich quasi auch in jede Parkbucht hineinbuxieren lässt. Entweder man lässt das Ganze dann automatisch machen, wenn man einen Parkassistenten hat, oder aber per Rückfahrkamera kann man auch schön reinzirkeln. Ansonsten sind die optischen Einparkhilfen vorne und hinten auch sehr anzuraten. Trotz der Übersichtlichkeit ist es doch immer mal ganz angenehm, wenn man sich so ein bisschen auf die Helferlein verlassen kann. Helferlein gibt es natürlich auch ansonsten gegen Aufpreis jede Menge. Hier persönlich allerdings hat man ein sehr ausstattungsarmes Fahrzeug fast schon gewählt. Also wir haben hier lediglich den aktiven Spurhalteassistenten, der ab Werk an Bord ist, verbaut und ansonsten eben, wie schon gesagt, diese 180 Grad Rückfahrkamera und die Ein- und Einparkhilfe vorn und hinten. Des Weiteren, einen Einparkassistenten habe ich hier nicht. Ich habe auch keinen Abstandsregeltempomaten, sondern lege ich einen normalen Tempomaten, der in meinen Augen aber ausreichend ist. Es gibt natürlich gegen 400 Euro Aufpreis den Abstandsregeltempomaten mit Stop-and-Go-Funktion, der dann auch mit der Achtgang-Automatik natürlich perfekt funktioniert. Was etwas schade ist, denn der normale Tempomat, der funktioniert tatsächlich erst ab 40 Stundenkilometern. Das heißt also, in der 30er-Zone kann man den nicht nutzen. Finde ich eigentlich ein bisschen komisch, denn ich glaube auch die Franzosen haben relativ viele 30er-Zonen. Ja, auch das Ende dieser Dienstfahrt ist wieder gekommen und zwar mit dem Peugeot Rifter. Interessant ist tatsächlich, dass der Peugeot Rifter hier optisch schon einen komplett anderen Weg geht als der Citroën Berlingo und der Opel Combo Life. Wir haben also hier den Offroad gestylten Rifter gegenüber dem spacig designten Berlingo oder aber dem extrem kühlen, nüchternen Opel Combo Life. Da muss jeder jetzt natürlich sein Hochdach-Kombi für sich herausfinden. Was ist ihm denn eigentlich wichtiger? Beim Preis-Leistungs-Verhältnis können wir ganz klar sagen, der Berlingo ist der günstigste. Da geht es um wenige 100 Euro Vergleichs. Gegenüber dem Rifter und der teuerste ist tatsächlich der Opel Combo Life. Der Rifter bietet jetzt nicht vielleicht jede Ausstattungsoption, die die anderen beiden bieten, wie etwa ein Head-Up-Display, gibt es für den Rifter nicht. Die Heckscheibe tatsächlich gibt es gegen Aufpreis, während die anderen dies meist schon im Preis inkludiert haben. Preis, so wie er da steht übrigens, knapp 32.000 Euro. Ist natürlich jetzt auch erst einmal relativ viel Geld, aber dafür bekommen wir auch ein echtes Nutzfahrzeug, was hier sich wie ein PKW perfekt fahren lässt und so auch super bequem ist, super sparsam ist mit dem Dieselaggregat hier und die Achtgang-Automatik entschleunigt nochmal zusätzlich. Also rundum, ehrlich gesagt, ein echt gelungenes Fahrzeug. Sagt mir jetzt aber mal eure Meinung, denn die interessiert mich jetzt am meisten, welchen der drei ihr nehmen würdet und warum ihr ihn vor allem auch nehmen würdet oder warum ihr ihn vielleicht sogar schon gekauft habt, den einen von beiden oder einen von allen dreien. Ich persönlich würde wahrscheinlich tatsächlich zum Opel Combo Life greifen. So viel dazu von meiner Seite. Vergesst bitte nicht, den Kanal zu abonnieren. Zeigt mir einen Daumen nach oben, wenn euch das Ganze gefallen hat. Und die Abo-Glocke nicht vergessen, damit wir uns möglichst bald wiedersehen. Und somit, ich bedanke mich fürs Reinklicken und sage Tschüss und Servus. Euer Ubi.